Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute aus dem Akademiesaal im Bayerischen Landtag, in der es um die Frage vom Thomas aus meiner Heimatkommune Meitingen geht, worüber ich mich natürlich ganz besonders freue. Der Thomas hat beobachtet, dass der Bayerische Landtag sich mit den Erweiterungsplänen von Bayerns einzigem Stahlwerk, dem Lechstahlwerk, bei mir zu Hause in Meitingen befasst und will jetzt wissen, wie ich die Lage einschätze, ja, was die Position der Freien Wähler dazu ist. Lieber Thomas, das erkläre ich gerne und schalte vielleicht einen kleinen Vorspann für unsere Zuschauer und Zuhörer aus den anderen Ecken Bayerns vor, sodass jeder Mann, jeder Frau klar ist, worum es geht. Es geht darum, dass Bayerns einziges Stahlwerk, das Lechstahlwerk in Meitingen, Herbertshofen, eine Erweiterung plant. Die Erweiterungsfläche, auf der das stattfinden soll, befindet sich allerdings auf dem Gebiet eines geschützten Bannwaldes, sodass es jetzt seit gut 2 Jahren nachvollziehbarerweise und wie ich finde sehr zu Recht intensive Diskussionen darüber gibt, wie dieses Projekt im Spannungsverhältnis zwischen Natur- und Anwohnerschutz und wirtschaftlichen Interessen am Ende des Tages realisiert werden kann. Was ist meine Sichtweise, was ist die Position der Freien Wähler dazu? Ja, lieber Thomas, ich denke, Politik ist in einer Demokratie immer dann besonders herausgefordert, wenn unterschiedliche, verschiedene Interessen vorliegen, die allesamt Berechtigung haben, aber sich wechselseitig zuwiderlaufen. Es bedarf dann einer Art der politischen Interessenabwägung, eines Interessenausgleichs, der regelmäßig in einer sozialen Marktwirtschaft dann besonders schwer fällt, wenn immaterielle Güter gegen materielle Güter abzuwägen sind. Nicht umsonst ist das Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie längst eines der großen Masterthemen unserer Zeit geworden. Beispiele dafür gibt es nicht nur hinsichtlich des Stahlwerks in Meitingen. Die Beispiele reichen von den großen Fragen des Klimawandels über verschiedene Infrastrukturprojekte, vom Hambacher Forst über Stuttgart 21 bis zu kleineren dezentralen Themen, wenn es um Umgehungsstraßen, wenn es um Funkmasten geht. Und leider wird in solchen Konstellationen dann häufig ziemlich, so nehme ich das wahr, schwarz-weiß diskutiert und anschließend leider auch viel zu oft schwarz-weiß entschieden. Man entscheidet sich dann entweder für die Wirtschaftsinteressen und pfeift sozusagen auf den Anwohner- und Naturschutz. Oder aber es kommt zu langwierigen Blockaden, Klageverfahren, die wichtige Projekte über Jahre nicht Realität werden lassen. Ich bin der festen Überzeugung und war auch Teil dieses Entwicklungsprozesses in vielerlei Hinsicht in den letzten 2 Jahren, dass das am Beispiel des Stahlwerks in Meitingen deutlich besser gelungen ist. Warum ist es besser gelungen? Es ist nach meiner festen Überzeugung deshalb besser gelungen, weil Politik sich nicht auf die eine oder die andere Seite geschlagen hat, sich nicht entweder zum Pressesprecher der Bürgerinitiativen gegen die Werkserweiterung oder aber zum Pressesprecher des Stahlwerks dafür gemacht hat, sondern die Rolle der Politik angenommen hat, neutral und gleichberechtigt zwischen allen berechtigten Interessen zu vermitteln. Ich war im Zuge dessen in einer zweistelligen Häufigkeit mit den Bürgerinitiativen zusammen. Ich war aber auch mehrfach bei der Spitze des Stahlwerks, bei der Werksleitung. Ich war bei den Azubis des Unternehmens. Ich habe gemeinsam mit den Bürgerinitiativen die Petition gegen die Werkserweiterung an Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber übergeben. Ich habe gemeinsam mit der Werksleitung die Petition für die Werkserweiterung an Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger übergeben. Und Hubert Aiwanger war auf meine Einladung hin auch persönlich vor Ort, um zu mediieren, ja, um bei einem Scoping-Termin zu vermitteln zwischen allen berechtigten Interessen. Und dabei ist ein, wie ich finde, geeigneter Kompromiss entstanden. Ein Kompromiss, bei dem die ursprünglichen Pläne des Stahlwerks deutlich eingedampft worden sind. Ein Kompromiss, nach dem am Ende des Tages, nach der Realisierung des Projekts, mehr als ein Drittel mehr Wald vor Ort sein wird als heute, als vor dem Projekt. Ein Kompromiss, bei dem auf Kosten des Stahlwerks der Bestandswald ökologisch aufgewertet wird, bei dem die Lärmgrenzwerte eben gerade nicht erhöht werden in Diensten des Anwohnerschutzes und ein Kompromiss auch, bei dem die Luftgütemessungen vor Ort durch den Staat, dafür danke ich Umweltminister Thorsten Glauber, jetzt noch einmal deutlich verbessert werden. Mir ist sehr klar, dass darüber weder bei den Bürgerinitiativen noch bei der Stahlwerksführung die Sektkorken knallen, denn eins liegt auf der Hand, die einen wollten mehr und die anderen wollten weniger. Trotzdem meine ich aber, dass es ein Kompromiss ist, der den Interessen des Standortes insgesamt bestmöglich gerecht wird, ja, der auch dem Motto, lieber Thomas, unserer gemeinsamen Heimatgemeinde Meitingen, Wirtschaftsraum mit Lebensqualität gerecht wird, indem eben beides bestmöglich unter einen Hut gebracht wird, sowohl die Interessen der Ökonomie
als auch die Interessen der Ökologie. Ich sage deshalb ein herzliches Vergelt's Gott und habe das auch im Bayerischen Landtag getan an die Bürgerinitiativen, die gerade nicht als Wutbürger aufgetreten sind, sondern ganz im Gegenteil als mit hoher Expertise versehene Vertreter der politischen Mitte, die in Wahrheit auch verdammt viel rausgeholt haben für den Natur- und den Anwohnerschutz. Ich sage aber auch vergelt's Gott an die Führung des Stahlwerks, das bereit war, deutlich mehr zu tun für Natur- und Anwohnerschutz, als legislativ, als gesetzlich notwendig gewesen wäre. Und ich sage auch vergelt's Gott an alle politischen Entscheidungsträger, die sich da eingebracht haben, beginnend von oben mit den Staatsministern, Bayerns stellvertretenden Ministerpräsident Hubert Aiwanger, der persönlich vor Ort war, aber auch über das Augsburger Landratsamt bis zum Meitinger Markgemeinderat und Bürgermeister Dr. Michael Hiegel. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, da eine gute Interessensabwägung vorzunehmen. Und ich bin deshalb auch froh, dass der Landtag sich nahezu einstimmig bei einziger Ablehnung der Grünen jetzt dazu entschlossen hat, diesen Weg, diesen Kompromiss so mitzutragen, ja damit einerseits das Projekt möglich zu machen, andererseits aber auch den Natur- und Anwohnerschutz so hoch zu hängen, wie das nach meiner festen Überzeugung dringend nötig ist. So viel, lieber Thomas, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie wie immer gerne per E-Mail oder unten in den Kommentaren. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.